Herr Tempel fragt ja weiter für die Fraktion Die Linke. Ich frage weiter, will da auch gleich, wir wollen ja Klagen verhindern. Deswegen gehen wir auch gleich in die Praxis rein. Und da würde ich den Herrn Wurt vom Handverband gerne fragen. Wir haben ja die Situation, dass die Polizei in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich mit Cannabiskonsumierenden umgeht. Grundsätzlich ist es kein Problem, ein ordnungsgemäß ärztlich verordnetes Betäubungsmittel mit sich zu führen, unabhängig davon, ob es sozialrechtlich erstattungsfähig ist oder nicht. Wird das mit Cannabis nach Ihrer Ansicht auch so sein oder bedarf es dafür eine bundesrechtliche Klarstellung? Und wie soll überprüft werden, dass das Cannabis, das ein Patient mit Verschreibung in der Tasche hat, für medizinische Zwecke angebaut wurde? Und ist diese Überprüfung auch geeignet, im Blick auf die Praxis Schikanen zu ermöglichen? Herr Wurt, bitte. Ja, Georg Wurt, Deutscher Handverband. Es gibt tatsächlich eine große Verunsicherung im Umgang mit Cannabispatienten, sowohl bei der Polizei als auch bei Behörden und das bei unterschiedlichen Gelegenheiten. Einerseits ist es der Konsum selbst, der ja zum Teil auch in der Öffentlichkeit stattfindet, je nachdem, wenn die Leute gerade unterwegs sind, meinetwegen bei einer längeren Zugreise auf dem Bahnhof ihre Medizin nehmen müssen oder am Bahnhof. Da gibt es immer wieder Situationen, wo dann die Polizei kommt und selbst wenn derjenige eine Ausnahmegenehmigung dabei hat und möglichst auch die Originalverpackung, dass dann riesige Diskussionen mit der Polizei entstehen, weil die einfach solche Fälle gar nicht kennen und gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und eben auch nicht mit dem Konsum in der Öffentlichkeit. Oder wir hatten gerade zuletzt auch wieder einen Fall, wo es um die Frage ging, was ist, wenn die eigenen Kinder in der Nähe sind, draußen, also unter freiem Himmel. Die Kinder sind 20, 30 Meter weiter weg, aber in der Nähe und sehen die Eltern Medizin konsumieren, sage ich mal, was eben letztendlich derselbe Vorgang ist, wie wenn andere Leute illegales Marihuana rauchen. Das führt bei der Polizei zu erheblicher Verunsicherung. Auch das Nichtraucherschutzgesetz ist da so eine Frage. Darf man da, wo kein Tabak geraucht wird, dann auch kein Cannabis konsumieren? Und wie ist das dann mit Vaporisern, also Verdampfungsgeräten, wo gar kein Rauch entsteht? Da gibt es also ganz viele Detailfragen, die völlig ungeklärt sind, wie jetzt mit den Leuten umzugehen ist. Und auch beim Besitz, wo die Sache eigentlich klar sein sollte, dass ein Patient, der eine Ausnahmegenehmigung dabei hat und die Originalverpackung, da müsste eigentlich jeder Polizist, der so jemanden antrifft, sofort wissen, okay, alles klar, den lasse ich einfach in Ruhe. Aber das ist eben leider nicht so. Die Polizei ist da, hat da noch einen hohen Aufklärungsbedarf, sage ich mal. Es müsste eigentlich jede Polizeidienststelle, jeder Polizist auf seinem Schreibtisch eine Erklärung haben, wie jetzt genau mit solchen Fällen umzugehen ist. Und das Gleiche gilt im Übrigen auch fürs Thema Führerschein. Da gab es ja schon eine entsprechende Einschätzung auch vom BfArM zu der Frage, wo gesagt wurde, ja, das ist ein ganz normales Medikament für die Leute, die das verschrieben bekommen und sollte auch beim Thema Führerschein so behandelt werden. Diese Anweisung hat es aber nie sozusagen in jede Führerscheinstelle reingeschafft und auch nicht auf die Tische der Polizisten. Die Behörden haben sich einfach geweigert, quasi das weiterzugeben oder anzuerkennen als solches. Insofern wird zum Teil immer noch zum Beispiel Dronabinol und Hanf Blüten unterschiedlich bei einer Führerscheinüberprüfung gehandhabt, was aber eben nicht so sein sollte. Also da brauchen wir ganz klare Regeln, so wie Berlin zum Beispiel als Stadt, als Land hat so eine Verordnung an die Polizisten rausgegeben, wie damit umzugehen ist, praktisch alle anderen Bundesländer aber eben nicht. Wir brauchen klare Regeln und die müssen an die entsprechenden Entscheidungsträger in Behörden und bei der Polizei kommuniziert werden. Danke. Dankeschön.